Ich war in Königsbronn bei Heidenheim an der RAD-Abteilung 1266. Und der Obertruppführer Stütz war das einzige Auszeichnung, die er gehabt hat, war das Parteiabzeichen, gell? Der war für uns schon nichts wert, gell? Waren aber auch schon Führer da, die im Krieg entsprechend gelitten haben und wieder zum Arbeitsdienst kam, war er schon zum Teil hochdekoriert. Die haben wir natürlich respektiert. Dann war das vorbei. Wir sind wieder nach Hause gekommen, Anfang Dezember 1944. Nee, 43, Entschuldigung. Ja, und dann hat meine Vorschule von Weingarten mich aufgefordert, ich soll wieder nach Weingarten kommen. Aber ich hatte schon den Einberufungsbefehl für den 3. Januar nach Colmar in die Artilleriekaserne Süd. Das war ja das Ersatztruppenteil für die 5. Infanterie- und Jägerdivision. Und da hatte ich schon die Einberufung. Ja, also bin ich nicht mit da gegangen, sondern dort. Also, dort sind dann 60 Grenadiere, OB, zusammengekommen, also alles Offiziersbewerber. Unter anderem ein ehemaliger Oberfeldmeister, den ich in Freudenstadt beim Arbeitsdienst als Vorgesetzter hatte. Den haben sie dann auch gekassiert. Da war dann noch im entsprechenden Alter. Ist dann als Gefreiter OB mit uns da drin gewesen. Wir waren nur Grenadiere zunächst. Ja, und von dort sind wir auf die Heeresunteroffizierschule Saarlouden verlegt worden. 60 Mann. Der einzige Kommandierende war ich. Mir habe sie die ganze Unterlage mitgegeben und ich musste die 60 Mann von Colmar nach Saarlouden transportieren, zweimal umsteigen. Jeder hat so viel gehabt, dass es nicht einmal auf einmal tragen konnte. Und als wir dort ankamen, am Bahnhof in Saarlouden, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ist ja weit weg von der Stadt, habe ich erstens mal zwei dort gelassen mit dem Zeug, was man nicht tragen konnte, habe einen Appell gemacht, was fehlt, hat gefehlt. Ein Soldat, ein Gewehr, drei oder vier Gasmasken und ein, zwei Helme. Und so bin ich dann, außer den zwei, drei, die ich zur Wache dort gelassen habe, in die Kaserne einmarschiert. War auch schon ein Offizier und ein Spieß da. Achtung, Augen rechts, Meldung und so weiter. Hab dem Spieß gemeldet. Da hat er einen Schrei abgelassen. Ich weiß nicht, ob die Fensterscheiben noch alle ganz waren, wo ich das gemeldet habe, was da fehlt. Ja. Es war natürlich für mich, als ich war ja Grenadier wie alle anderen auch, ja. Mich haben sie halt ausgesucht gehabt als Transportleiter. Ja, die nächsten Tage haben mich dann nicht sehen lassen, gell, bis er wieder andere gehabt hat. Ich konnte ja nichts dafür. Wir hatten damals Eisenbahnwaggons mit diesem, ja, also nicht durchgehend, sondern wo immer so Abteile waren, wo die nach außen aufging. Und da ist einer da geguckt, ist die aufgegangen und ist quer ausgefallen. Ja, und dann hätte er bei der nächsten Station ist er ausgestiegen. Ich habe ja gar nicht gewusst, ich bin in einem ganz anderen Abteil gewesen. Und darum hat der Soldat gefehlt, uns quer. Gell? Und der hat es aber wieder gefunden. Gell? Ja, da wusste ich genau. Und so war das damals der erste Einstieg. Ja. Also gut, da war die Unteroffizierschule soweit zu Ende. Wir sind noch einmal eingesetzt worden, weil da die Invasion war. Schon gesagt, bei Metz und Diedenhofen haben sie uns ganz kurz reingeschoben. Wir haben zwar warme Geschosse, aber dann haben sie uns wieder rausgeholt, haben uns nach Dassberg, da an der luxemburgischen Grenze, sozusagen zum Stellungskampf. Und dann haben sie uns wieder rausgezogen. Das war die Kampfgruppe Wegelein, also praktisch die Schule mit dem Kommandeur, Oberst Wegelein. Und dann haben wir dann praktisch einen Gegenangriff gemacht im Hürtgenwald. Mit Artillerievorbereitung sind aber jählich eingegangen. Erstens mal hat die Artillerie kurz geschossen. Und die Amerikaner haben uns natürlich mit allem Möglichen, mit Fliegern und mit, ja, wir haben einen Ausblick gehabt auf ein großes Gelände, ungefähr 3, 4 Kilometer weg. Da sind die gestanden mit der Schützenpanzerwaage und haben mit Granatwerfern, da sind die schon hemdärmelig damals, haben die uns da behagt. Jeder Tag dreimal und dann haben sie wieder versucht, wieder anzurufen, in dem, anzugreifen. Und in dem Moment, wo es bei uns geschossen hat, waren die wieder weg. Und da habe ich das erste Mal gesehen, dass die amerikanische Kampfführung eine völlig andere war wie bei uns. Die haben nichts riskiert. Wenn's schwierig war, sind die sofort verschwunden. Gell? Das war also dann praktisch der Einsatz. Da bin ich zweimal verwundet worden, da im Hürtgenwald. Bin dann nachher, ja, in Lazarette und. Und deshalb habe ich die Kriegsschule im Oktober
1944 nicht besuchen können, weil ich verwundet war. Ich bin dann erst im Januar 1945 von Villingen über viele Umwege bis nach Potsdam auf die Kriegsschule. Habe jetzt auch 2-3 Tage gebraucht damals, bis Ende März. Und dann sind wir wieder in Einsatz gekommen und die Amerikaner haben uns ja da, die waren zuerst gegen den Osten eingesetzt, dann kamen die Amerikaner von Westen mit entsprechenden Panzerspitzen. Ja. Da sind da 5-6 Schermenbrennpanzer gekommen. Ja, und dann sind uns einzeln aus der Löcher rausgeholt. Und dann war ich in Bad Kreuznach in diesem schlimmen Lager in Gefangenschaft, wo Hunderte jeden Tag gestorben sind. Ja, und das weiß man also. Und es waren alles Kameraden in meinem Alter, die damals gestorben sind, jeden Tag zwischen 50 und 100 in dem Lager. Winzenheim und Bad Kreuznach. Das war's.